Heute fahren wir nach Kulding und wir haben schon die Fähre genommen. Jetzt sind wir von Fünshaf auf dem Weg nach Sønderborg. Erstmal daran gewöhnen, auf Deutsch zu sprechen, weil wir normalerweise immer auf Englisch sprechen. Wir haben das Auto gepackt und jetzt gehen wir essen. Alina hat ein Restaurant ausgesucht. Ja. Welches? Weiß ich nicht. Kein Namen, aber ein italienisch? Nein, besonders. Okay, also viel mit Salat und Sandwiches und so weiter. Wir gucken mal. Jetzt sind wir in einem Restaurant gekommen und ich habe ein Pita-Brot mit sehr viel, wie sagt man das? Mit sehr viel Gemüse. Ja, mit sehr viel Gemüse und Belag? Nein, das kannst du nicht sagen. Ja, sehr viele Sachen hier und Alina hat es dann mit Falafel. Sehr viel. Wir sind jetzt angekommen. Alina hat zur Übernachtung ein Hotel gebucht. Und wie heißt das? Das heißt Hindsgalslott. Natürlich falsch ausgesprochen. Ja, weil das ist auf Dänisch schon. Und Slot ist Schloss. Genau. Und es ist, sieht schon alles sehr schön aus. Wir checken jetzt ein und dann gehen wir spazieren, solange es noch hell ist. Mhm. Genau. Die Sonne scheint nicht so oft heutzutage, besonders weil es Winter ist. Ja. Und jetzt gehen wir. Tür auf. Und da sieht man schon. Hier ist meine Kamera. Ich werde wahrscheinlich ein Video drehen. Dafür brauche ich das Kamera, die Kamera. Dann meine Tasche. Das Gepäck schon mitnehmen oder? Ich, ja, ist besser. Nicht, dass wir zweimal laufen. Ja. Jetzt nehmen wir unser Gepäck mit. Die Frau muss alles selber machen. Ich habe meine Kamera in der Hand und eine Flasche. Aber die sind nicht schwer, Alina. Warum meckerst du? Besonders hier, das sieht super schön aus. Jetzt checken wir ein. Okay, ich habe das nicht gesehen. Das erinnert mich an Game of Thrones. Okay, ich habe keine Maske. Hast du wirklich nicht? Vielleicht. Habe ich? Ja. Ich habe eine Maske. Das ist schon mal gut. Alina, öffne die Tür. Machen das auf Deutsch. Alina, ich hoffe, das ist keine teure Schokolade. Naja, es war nicht günstig. Aber ich dachte, wir haben so hart gearbeitet die letzten paar Monate. Man kann immer härter arbeiten. Wir gönnen uns mal etwas. So. Es gibt zwei von jedem.
Gibt es, steht da welch was was ist? Bestimmt. Nein. Doch, unten Alina, steht das du, immer. Siehst du, was du aufnimmst überhaupt? Nein, also ich hasse, wie Alina das Ganze aufnimmt. Ich mag das sehr ordentlich, aber Alina... Ja. So ein Tollpatsch. Hier. Wir haben zwei von denen. Ich möchte gerne wissen, was das für Schokolade ist. Wie kannst soll ich du das unten wissen? Gucken, ob Nein, da was steht? Ich habe das alles weggenommen. Okay, dann ich hoffe, das ist nicht mit Alkohol, weil ich mag keine Schokolade mit Alkohol. Das schmeckt nicht. Jetzt muss ich der Weiße probieren. Nein, Weiß ist immer. Ist es die Art oder der Art? Der Art. Die Art. Die Art. Verschiedene Arten. Ich würde jetzt gerne diese weiße Schokolade probieren. Ich nehme halb davon und dann halb können wir die essen. Aber wenn es schmeckt, sonst kannst du das Ganze. Ist da Alkohol drin? Nicht schlecht. Wir dachten, es gibt Kaffee und so draußen kostenlos. Aber ich glaube, das ist von einem Bankett. Es gibt eine Veranstaltung da oben und die Leute haben dann eine Kaffeemaschine und ein paar Sachen zum Essen. Barat hat gerade Kakao geklaut. Keiner klaut sowas. Es gab eine Kaffeemaschine da und dann muss man die auch nutzen. Sonst ist das einfach eine Verschwendung. Muss man. Ja, das muss man auf jeden Fall. Wir müssen langsam raus, weil es wird langsam dunkel. Nein, das wäre nicht. Und das wäre sehr traurig, wenn wir nicht nach draußen gehen können. Und so sieht das aus hier. Und dann so. Und da macht man eine komplette Runde. Es ist sehr kalt jetzt, deshalb habe ich meinen Hut hier. Und die Sonne geht langsam runter. Ja, aber das ist hier wunderschön. Ich muss erstmal meine Schuhe bitte wechseln. Ja. Wer trägt solche Hochschuhe? Wie sagt man das? Mit Heels? Absatzschuhe. Absatzschuhe. Man lernt neue Wörter jeden Tag. Also, ich wollte heute fancy sein. Mm. Mir ist jetzt kalt. Und ich will zurück zu unserem Hotelzimmer gehen. Alina will das überhaupt nicht. Ich habe mich schon an die Kälte gewöhnt und würde noch gerne weiter spazieren. Aber was machen wir in so einer Situation? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Ja. Was machen wir? Normalerweise hat die Frau immer recht, oder? Hat sie? Ja. Okay. Aber ja, ich glaube... Nein, es ist langsam auch dunkel geworden. Ja. Wir müssen wieder zurück. Ja, ich glaube, es ist okay. Ich will auch ein bisschen Deutsch üben. Das ist immer wichtig. Ich habe zwei Bücher mit mir. Ich möchte baden. Mhm. Wir sind rausgekommen zum Essen. Wir sind jetzt essen. Bart ist wie immer beschäftigt.
Alina hat auch ausgecheckt. Ja, und für Leute, die das nicht wissen, ich plane Hochzeiten in Dänemark, weil es ist manchmal sehr schwer, in Deutschland oder anderen Ländern zu heiraten. Deshalb viele Leute entscheiden sich, in Dänemark zu heiraten. So wie auch Bharat und ich vor 6 Jahren. Ja. Genau, ja, ich habe jetzt eine Hochzeit und da möchte ich gerne dabei sein. Das mache ich immer gerne, wenn ich in Dänemark bin, weil das ist schön für die Paare, die entspannen sich dann mehr, wenn die jemanden dabei haben. Genau, lass uns losfahren. Losfahren. So, die Hochzeit ist vorbei und wir sind gerade stehen geblieben und haben diese Sterne hier gekauft. In Christiansfeld werden die hergestellt und das ist hier ganz beliebt in Dänemark, besonders an Weihnachten hängen diese Sterne überall. Und ja, jetzt habe ich eins gekauft und ich freue mich